Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Return to Moria mit dem Game Bro und dem Grimbart. Leute, beim letzten Mal haben wir weiter in den Niedertiefen geforscht und haben uns auf den Weg Richtung Pilgerweg gemacht. Und das möchte ich in dieser Folge auch gerne weiter vorantreiben. Aber ich bin noch einmal ganz kurz hier oben in unserer Base, um, kleinen Moment, einmal mir ein paar Zwiebeln zu schnappen. Und vor der Basis eventuell, ach, schließ die Tür, ein paar Köder auszulegen. Wir haben gerade nachts. Ich glaube, ich lege mich noch mal einmal kurz hin. Dann haben wir schon mal den Morgen zumindest. Dann ist es nicht so dunkel hier. So, beanspruchen und schlaf dich aus. Alles klar. Dann schmeißen wir noch mal einmal ganz kurz was auf den Grill. Den Grill haben wir noch gar nicht. Das ist aber eine gute Idee, Herr Grimbo. Herr Grimbo. Lembas mitnehmen. Haben wir auch mal gebracht. Sehr gut. Wir könnten uns bei Gelegenheit mal den Grill bauen. Was ist denn hier passiert? Leute, ich habe auch mein Lager ein kleines bisschen umgebaut. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, hier den Boden zu bauen. Ich sehe gerade, hier ist was kaputt. Das repariere ich dann später mal. Ich habe hier draußen ein bisschen Lagerfläche gebaut. Guckt mal, wie schön das glitzert und glänzt. Ehrlich, ich möchte diese Barrenlager schön groß haben. Da kommen noch Silberbarrenlager und Goldbarrenlager. Hervorragend. Das soll mal richtig, richtig schön hier werden. So, und ich habe mir überlegt, beziehungsweise die Idee kam auch wieder vom lieben Pizzang, dass wir hier draußen mal eine Zwiebel essen. Natürlich nicht. Meine Herren, du bist echt ein Fressack. Ich habe nämlich überhaupt keine Idee, wie wir an diese blöde, nervige Ziege kommen. So, ich bin auch gar nicht sauer darüber. Aber ich lege hier einfach mal ein paar Köder aus. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht ist das totaler Quatsch. Das kann natürlich sein. Ich habe das auch schon probiert und habe die Zwiebeln vor die Ziege gelegt. Die hat mich ignoriert. Hat sie völlig kalt gelassen. Jetzt legen wir das mal hier raus. Und ich probiere noch etwas. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon so machen kann. Genau. Ich baue hier mal ein paar Pflanzkübel hin. Pflanzkübel, soll ich das so machen? Oder vielleicht machen wir das lieber über Pflanzboden. Ich denke, mit Fledermausdruck. Na, supi. In der Nähe einer Feuerstelle. Wir sind doch hier in der Nähe einer Feuerstelle, oder nicht? Ja, hier ist das nah genug. Alles klar, ich baue hier mal ein paar von diesen schönen Böden hin, dass wir uns hier was anpflanzen können. Ich wollte sowieso mal ein bisschen in die Landwirtschaft gehen. So. Und eventuell können wir ja hier Zwiebel einpflanzen. Geht das? Kann ich hier? Na? Also. Zwiebel. Ich probiere das einfach mal. Und wer weiß, gleich hilft das ja. So. Und hier pflanze ich mal einen Pilz. Ich habe keine Ahnung, ob eine von diesen... das sieht ja ein bisschen blöd aus, aber ist egal. Mann, hier wohnt ein Zwerg, das kann so sein. Kann ruhig ein bisschen schief sein. Vielleicht lockt hier eine von den Möglichkeiten einmal eine Ziege an. Ich habe hier auch schon mal eine Ziege rumstreuen sehen. Vielleicht frisst die Ziege meine Zwiebeln und vielleicht wird sie zahm. Es ist ein Versuch. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Aber Versuch macht klug. Und ich habe sonst überhaupt nichts gefunden. Weder im Internet, noch bei YouTube, noch bei irgendjemandem. Also müssen wir fleißig testen. Ich packe auch mal kurz meine Statue hier raus. Ich weiß nämlich auch nicht, wohin mit der. Brauchen wir gerade nicht. Dann packen wir noch schnell die letzte Zwiebel weg. Schnell die letzte Zwiebel weg. Hatte ich was gekocht? Ja, ich hatte was gekocht. Den Braten schmeißen wir uns einmal kurz zwischen die Kiemen. Die Barren packe ich noch einmal. Guck mal, wo wir doch einmal gerade hier sind, packen wir die Barren einmal kurz noch dahin, wo sie hingehören. Leute, das Barrenlager muss gefüllt werden. Welche waren denn das? Ne? Was habe ich denn da gemacht? Bronze. Okay. Einen Silberbarren, ein Silberbarrenlager habe ich noch gar nicht. Das könnten wir uns mal eben auf die Schnelle noch daneben setzen. So. Nein, Erz? Warum denn Erz? Ich wollte doch ein Barrenlager machen. Ist egal. Komm, wo habe ich das Silberbarrenlager? Leute, ich vertrödel schon wieder meine Zeit. Viel zu sehr. Silbererz, Silber, Silberbarren.
Silberbarren. Na, das sehen wir doch mal. Schau mal nach hier. Ich glaube, eventuell mache ich das ein bisschen in die Mitte. Dann kann man so rechts und links an den Lagern vorbeilaufen. Ja. Wenn ich es blöd finde, im Nachhinein baue ich es um. Ansonsten haben wir hier wirklich so links und rechts aufgestapelt die Lager. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So, aber jetzt genug gesabbelt, genug geschwallert. Zwerg, mach dich an die Arbeit. Sind wir ausgestattet? Wir haben die Waffen, die wir so haben, alles klar. Wir haben wenig Holz. Wir sollten Holz mitnehmen und wir sollten Stein mitnehmen. Alles andere ist erstmal eigentlich nicht so wichtig. Aber Holz nehmen wir mit. Jetzt gucken wir blöd aus der Wäsche. Ich habe Elbenholz genommen. Mann! Sorry, Leute. So, wir nehmen ein bisschen Holz mit. Und wir nehmen ein bisschen Stein mit. Da sehe ich auch mal gerade wieder, die Lager leeren sich nach und nach. Du bist zu viel. Komm, einlagern wir wieder ein. Zack, weg mit dir. Lembas. Geht das Lembas mal hier hin. Das Holz noch hier. Und dieses Holz lagern wir auch wieder ein. Okay, sorry Leute, das hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ach, ein bisschen Organisation muss sein. Sonst vergesse ich mehr als die Hälfte. So, Tür zu und ab nach unten. Zack. Da sind wir. Kristallstein Niedertiefen. Ganz nach unten. Es könnte passieren, dass uns unten eine Horde erwischt. Oder ist das Ganze schon wieder vorbei? Okay, Moment, sieht's ruhig aus. Alles klar, gut, gut. Dann bauen wir ein bisschen was ab und ziehen weiter. Los. Wollen wir hier lang gehen? Wo bin ich denn überhaupt hier gelandet? Ich hatte mir das Lager gebaut, genau. Richtig, alles klar. Hier sind die Giftpilze. Und ich habe noch keinerlei Idee, wie ich mich vernünftig gegen diese Pilze schütze und wie man die vernünftig pflücken kann. Kartoffeln mit dem. So, hier links. Genau, linksrum war das Orklager. Das hatten wir schon soweit geklärt. Hier habe ich ein bisschen Salz abgebaut. Wir schauen einfach mal weiter. So. Gab es hier noch irgendetwas, was wir mitnehmen konnten oder was wir machen konnten? Oder war dies hier eine Sackgasse? Ich habe mich hier nämlich noch gar nicht umgeschaut. Das können wir nachholen. Eben jetzt einmal auf die Schnelle. Was gibt es hier? Es gibt Granit. Granit nehmen wir mit. Als ich das letzte Mal hier war, ich bin heute Mittag ein bisschen zum Farmen hier unten gewesen. Da hat hier das das Symbol rechts unten wie wildrot geblinkt. Aber die Horde ist trotzdem nicht aufgetaucht. Da oben steht eine Statue. Wir haben Stein mitgenommen, nicht wahr? Ja. So. Was wir machen ist eine Fackel setzen. Ich mag Licht haben. Und wir nehmen auch mal diese Fackel wieder mit rein. Das vergesse ich auch ganz gerne. Aber damit sieht man ganz einfach den Zwerg ein bisschen besser. Und dann ist das Let's Play nicht komplett so duster. Willigott Kettenpanzer. Super schön. Ich hätte lieber eine neue Waffe gehabt, aber ist auch in Ordnung. Das ist auch ein kleines Ziel für diese Runde. So viel wie möglich von den Statuen noch finden, damit wir unser Equip vergessen können. Ja genau, vergiss dein Equip, Alter. Damit wir das Equip noch möglichst gut verbessern können. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit den Tagebuchseiten. So, was gibt's hier? Eisenerz und Granit. Aber wir sind nicht zum Farmen hier. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Es sieht so aus, als würde es hier weiter in die Tiefen gehen. Da hinten ist der Pilgerweg. Das heißt, wir sind hier sicherlich auch gar nicht ganz falsch. Aber sicherlich sollte ich... Meine Herren, ist das dunkel hier. Eieiei. Egal, wir müssen in die Dunkelheit. Komme ich einmal links und rechts um. Hier gibt es... Was ist das? Gold? Harz. Harz, okay. Und ein Orklager. Und eine Ziege. We got orcs. Komm, schnapp dir deine Axt. Mir juckt schon wieder so die Nase. Leute, das muss am Gold liegen, was hier zu finden ist. So. Nimm das.
Wow, der hat einen 80er eingesteckt und steht noch. Na. I need a better weapon for this. Schon wieder jemand um Verstärkung. Kein Problem, ich locke euch ein bisschen hier raus. Wir haben Lämmers dabei, uns kann so viel nicht passieren. Au! Wer von euch vergiftet mich denn jetzt schon wieder? Das mit dem Gift finde ich ein bisschen lästig. Oder habe ich hier wieder irgendwo einen Blitz übersehen? Das kann sein. Aber hier war doch nichts. Ich habe eher das Gefühl, dass die Orks hier mit Gift kämpfen. Kann das sein? Aber ich werde da gleich nochmal drauf achten. Dann werden wir gleich mal ins Lager stürmen. Nicht, dass wir wieder hier von Respawn geplagt und gebeutelt werden. Dann hinfort mit dir, du kleiner, mieser Goblin. That is all you've got. Ich habe noch eine witzige Sache herausgefunden, das zeige ich euch gleich, wenn wir hier ein bisschen geklärt haben. Werden wir mal ein winzig kleines bisschen noch mal was abbauen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist wirklich eine nette, nette kleine Sache. So, ich werde mal einmal schnell einen Lembas kauen. Habe ich das jetzt gemacht? Nein, habe ich nicht. Komm, Lembas rein. Das heilt gut. Mann. Jawohl. Weg mit dir. Du könntest ja auch dein Schild ausrüsten. Dann nehmen wir mal kurz den Hammer. Rein in die Base und zerstör das blöde Totem. Und alle Orks, die noch hier rumrennen. Dankeschön, danke dafür. Danke für den Schlüssel. Gebt mir eure Diamanten. Ich vermute, hier sind schon wieder überall Giftpilze. Das tickt schon wieder ordentlich rein. Meine Güte. Was mache ich mit diesen blöden Seiten? Keine Ahnung. So, Leute, das gibt es weg. Ich bin wohlgenährt, Sehnsucht nach Heldentaten. Und jetzt holen wir uns mal eben schnell einen weiteren Buff. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber das ist wirklich nice. Ich packe das Salz mal weg. Brauchen wir nicht. Die Haut brauche ich jetzt auch nicht dringend. Ich habe hier viel zu viel Gedöns dabei. Das kann weg. So, alles klar. Und jetzt schaut mal, wenn wir nämlich hier, weiß ich, an diese Berge rumhacken, Inspiration schlägt ein, die anfangen zu singen. Jetzt machen wir es mal. Und jetzt fängt der Zwerg an und singt ein schönes Lied. If a troll should trundle up my trail, a terrible day'd have he. If a troll should trundle up my trail, a terrible day'd have he. I'm up. Und das schöne Lied gibt uns den Buff Buddelwahn. Und durch diesen Buff verbrauchen wir mit der Spitzhacke keine Ausdauer mehr. Hervorragend. Also das wusste ich nicht, ist mir jetzt erst aufgefallen. Falls ihr es auch nicht wusstet, freue ich mich, wenn ich euch was zeigen konnte. Ansonsten ist auch nicht schlimm. So, das reicht auch schon. Ich möchte gar nicht viel mehr mitnehmen. Ich möchte gleich viel eher wieder zurück und meine Taschen leeren. Aber wir schauen uns hier erst einmal ein kleines bisschen um. Ach, schon wieder Giftpilze. Mann, ich... Diese Dinger gehen mir so auf die Nerven. Hallo Ziege. Lass mich in Ruhe. Du willst eh nicht zu mir. Ja, komm. Schön, dass ich mein Lämmers gebaut. Ich habe echt Angst vor Pilzen mittlerweile und vor Pflanzen. So. Aber schau dich mal einmal kurz hier um. Gut, hier sind wir hergekommen. Macht Sinn, ein paar Fackeln zu setzen. Das heißt, es wäre egal gewesen, ob wir von rechts oder von links hier reingegangen wären. Alle Wege führen zum Lager. Es sieht aber nicht so aus, als wäre hier äußerst nah. Setzt doch einfach hin hier. Äußerst viel Spannendes. Ich gehe mal kurz hier hoch. Na komm, hier hoch. Okay, ich habe gedacht, hier wäre vielleicht ein Durchgang, aber nein, es ist versperrt. Und dort sind haufenweise Giftpilze. Vermutlich. Granit. Ich versuche noch einmal ganz kurz. Na, und schon habe ich das Gift wieder. Leute, das gibt's doch nicht.
Mann, Giftpilze, das ist wirklich mein absoluter Tod- und Horror-Todfeind hier überhaupt. Wie nah darf man denn an die Dinger ran? Also anscheinend gar nicht. Das tickt auch gar nicht so unwenig. Ja, also aktuell sind Pilze meine absoluten Erzfeinde, muss ich leider sagen. Ich bin ja schon fast wieder tot. Sieht so aus, als gäbe es hier oben etwas. Komm, wir gehen mal. Kannst du hier hochklettern, lieber Herr Zwerg? Sonst bau dir doch einfach eine Leiter. Schaut mal, und das Gift tickt immer noch. Und tickt und tickt und tickt. Krass. Echt, die sind übel, die Dinger. Na, schau dich doch mal hier oben ein bisschen um. Ich kann überhaupt nichts mehr einstecken. Aber Pilze können wir mitnehmen. Pilze können wir noch einpacken. Packe setzen, um uns nicht zu verlaufen. Versuchen mal, ob wir uns hier rüber bauen können. Dreh das Brett. Setz es hier an. Ja, das funktioniert. Na, klemm dich nicht ein. Nein, keine Leiter. So. Bisschen hoch, aber okay. Na, das geht nicht. Ist nicht schlimm, aber hier können wir doch rüber hüpfen, oder? Nüver. Nicht wahr, wollte ich sagen. Schauen wir weiter, weiter, weiter. Hier wird es doch garantiert was zu entdecken geben. Fackel. Okay, Edelsteine und eine Menge Zeug zum Abbauen. Iratsgranit. Granit ohne Ende. Granitbienen. Ja, also für eine Farmrunde ist das hier oben ganz nett. Da gibt es einiges zu holen. Aber ich möchte gar keine Farmrunde machen. Was sagst du denn jetzt? Was haben wir denn alles hier dabei? Kann ich irgendwas noch wegschmeißen? Ein Quarz. Eigentlich ungern. Noch einen brauche ich mal nicht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich brauche ich sie doch, aber Granitwand. Komm, geh wieder runter, aber halt dich von Pilzen fern. Pilze sind nicht dein Freund, lieber Zwerg. Pilze sind nicht dein Freund. Das bedeutet, ich werde mich auch hier... Nein, werf nichts weg. Einmal drumherum bauen, damit ich bloß nicht nur nah rankomme. Hier stellen wir auch mal eine Fackel auf. Und Mann, weiter, weiter, weiter. Okay, ansonsten scheint hier nicht viel mehr Interessantes zu sein. Ich gucke noch mal ganz kurz. Hier gibt es auch nur noch zum Abbauen. Einmal noch mal hier nach rechts schauen. Ich weiß nicht, hier waren wir glaube ich noch nicht. Alles klar, gut. Hier ist noch ein Weg. Hier geht es weiter. Und diesem Weg folgen wir dann nochmal ein Stückchen. Ich denke, wir sollten gleich auch nochmal ein bisschen Lembersbrot futtern. Weil hier jetzt fast gar keine Lebensenergie mehr haben. Oder ich gehe noch einmal kurz zurück. Dreh das mal. Nein, nicht werfen. Bauen. Ich möchte immer werfen. Ich möchte immer meine Axt werfen. Warum auch immer dem so ist. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist wie früher am Wasser, wenn man Steine flitschen wollte. Man muss halt was werfen. Es ist einfach so. So, hier kommen wir so vorbei. Weiter, weiter. Ich habe jetzt natürlich, höchstwahrscheinlich, genau, keine Diamanten und nichts dabei. Sonst hätte ich mir hier gleich irgendwo nochmal einen Kartenstein aufgebaut.
setzt hier Fackeln. Wir sind von hier gekommen. Das darf auch ruhig jeder wissen. Also wir zumindest. Und dann hau dir hier vorne noch eine hin. Na, komm, komm, komm. Und weiter geht's. Heute, ich bin echt aufgeregt, nervös und verlaufe mich gerade wieder. Komm, hau dir einen Lembas rein. Wir werden uns bei Gelegenheit mal wieder etwas nachbauen. Nachkochen. Was haben wir denn hier? Moosbeeren. Wir können sonst nichts mitnehmen. Aber ein paar Beeren stecken wir uns mal ein. Die haben wir anscheinend sowieso schon in der Tasche. Die Höhle scheint hier auch schon wieder einzustürzen. Es rieselt nur so von oben hinab. Das ist doch mal wieder eine Gelegenheit, hier unten auf so einen Stein zu haben. Müssen wir gucken, ob nicht doch irgendwo mal Diamanten kommen. Eisenerz, ne? Eisenerz. Aua, Leute, schmeißt dich mit Steinen auf Zwerge. Ach, krass, guck mal von da oben, da kann man sogar hochklettern. Dann lasst uns doch mal einmal. Super gebaut, Zwerg. Super gebaut. Mann, du bist echt. So. Jetzt das hier hin. Und dann können wir mal einmal da hochgehen. Da scheint es doch was zu geben. Wenn mir schon einer hier was auf den Kopf schmeißt. Und Pflanzen im Dunkeln leuchten. Dann ist doch bestimmt was Spannendes zu holen. Gefährlich ist. Kann man nicht mitnehmen. Schön, dass du die Au, und schon wieder kriegst du einen auf den Kappes, Leute. Das gibt doch nicht. Sehr gefährlich. Super. Wir haben die Garinslinie gefunden. Dieser Mutznakan ist einem... Meine Güte, das ist aber Zungenbrecher. Dieser Mutznakan ist einem Billigos-Zwerg namens Garin gewidmet. Es scheint die Linie eines Königsgeschlechtes zu sein. Ein Jammer, dass so vieles ihrer Geschichte verloren gegangen ist. Die Statuette seiner Familie müssen irgendwo in der Nähe sein. Ich sollte sie zu ihren Ehrenplätzen zurückbringen. Ja, ich habe es irgendwie nicht so mit Ehrenplätze ehren. Die anderen Schreine müsste ich auch alle mal bei Gelegenheit erledigen. Und schon wieder Gift. Kann man sich irgendwann, früher oder später, vielleicht mal gegen dieses miese Gift schützen? Auf den ersten Blick würde ich sagen, es ist eine Sackgasse. Nein, ist es nicht. Da hinten geht es weiter. Giftpilz. Mann, geh weg von den Pilzen. Oh, Mann, nerven mich diese Pilze. Sorry. Ganz, ganz grausam. Okay, hier kamen wir her. Das heißt, wir sind wahrscheinlich einmal im Kreis gelatscht. Ja, genau. Wir sind hier einmal im Kreis und da bricht noch immer alles ein. Komm, häng dich hier nicht fest. Häng dich nicht auf. Sei nicht verzweifelt, kleiner Zwerg. Finde lieber deinen Weg hinaus. Da steht noch eine Statue, die wir jetzt gleich mal reparieren können. Und hier sind wieder ziemlich viele giftige Pilze. Im Nebel. Danke. Nebel und Gift. Reicht ja nicht, wenn ihr mich mit einem malträtiert, nicht wahr? Reicht ja nicht. Komm, mit dem kleinen Game Bro kann man es ja machen. So. Hier rüber. Wir gehen so nah ran, wie wir können. Wir haben genügend Holz dabei. Such das mal direkt so hier. Nein, nicht runterfallen. Und wir machen das direkt so, dass wir ganz nah ran können. Stehen wir auch nicht im Schatten beim Bauen. Die Armbrust des Zeitalters 2 von 3. Danke. Fehlt noch einer. Das bedeutet, wir müssen dringend hier unten weitere Statuen finden. Weil meine Bewaffnung wird langsam, aber sicher deutlich zu schwach. Wie bin ich denn da hingekommen? Könnte ich mich hier eventuell... Zeig mal. Mach das grün. Hier ist. Und spring. Mal gucken, ob wir
Och, direkt schon wieder ein kleines bisschen Gift. Obwohl wir nur oberhalb der Pilze waren. Leute, Pilze mag ich nicht. Nein, wir bauen nichts ab. Leute, wir haben keine Zeit. Ich vertrödel immer wieder meine Zeit mit Bauen und Co. Waren wir hier gerade schon? Ja, ne? Hier waren wir doch schon. Hier ist doch das Lager gewesen. Genau. Mann, 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 hier gibt es so irrsinnig viel zu sehen und zu entdecken. Und Ziegen, die nicht mit mir mitgehen wollen. Ich würde behaupten... Oh, da bin ich wieder, Leute. Ich habe die Taschen leer gemacht. Super gut. Ich habe uns noch ein bisschen was Hügelfleisch gemacht, damit wir unterwegs auch noch ein bisschen heilen können. So, lauf nicht in den Schatten. Wir haben noch mal kurz geschlafen, gegessen. Einfach die wichtigsten Dinge noch einmal kurz gemacht. Und jetzt geht's weiter. Und schaut mal, hier steht noch eine Statue. Lass uns die doch mal direkt reparieren. Ich habe mir überlegt, bevor wir wirklich weiterreisen, Belegos Handschuh. Da haben wir doch schon mal ein neues Rezept. Komplett für ein neues Rüstungsteil. Das sollten wir uns auf jeden Fall bauen. Ich habe mir überlegt, dass wir zuerst eventuell, bevor wir weitergehen Richtung Pilgerweg, uns nochmal die Statuen, soweit es geht, zusammensuchen, die es hier so überall gibt. Okay, falsche Richtung. Und, haltet der Schatten sich hier wieder aus? Nein, das war bestimmt nur ein Guckfehler. Ja, Monster sind sie eher. Werden auch immer mehr. Monster sind sie eher. I need a better weapon for this. Komm. Ihr nervt auch ein bisschen. Ihr blöden Platterhannis. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, seid ihr wieder da. Und was machst du jetzt hier? Interessant. Äußerst interessant. Du hattest auch keine Lust, oder? So, wir sind gerade da hinten lang gelaufen. Dort lang. Ich weiß gar nicht, was es hier noch gibt. Ich glaube, hier gibt es bestimmt auch noch Statuen. Lass uns doch einmal rechts halten und uns hier einmal in Ruhe umschauen. Wir waren zwar schon mal hier. Ziemlich am Anfang. Und ich glaube auch, dass hier irgendwo noch ein Orklager gewesen sein könnte. Genau, ich glaube, hier war das. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Statuen für uns. Auf jeden Fall gucken wir uns ja. Gift, 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 weg, weg, weg. Kann man das irgendwie verhindern, hier vergiftet zu werden? Außer, dass man halt nicht zu nah rangeht. Leute, guck mal hier, ist das die Winde, die wir reparieren müssen? Da war doch auch eine Quest, oder? Frösche? Frösche? Echt frisch? Okay, kann ich hier dran? Ist das irgendwas, womit wir was anfangen können? Nein, ist es nicht. Man kann eher alles abbauen. Na gut. Gib mir dein Holz. Holz brauchen wir sowieso, aber das braucht sehr lang, um das abzubauen. Also werden wir es nicht zerlegen. Es ist nichts, was wir reparieren müssen. Dann gehen wir auch einfach weiter. Weiterbauen? Nein, machen wir nicht. So. Wie gesagt, das Ziel war einfach mal einmal kurz hier nochmal umschauen. Nicht an die Giftpilze gehen, auch wenn jetzt hier gerade keine sind. Einmal rundherum, einmal die Augen aufmachen. The darkest deeps. The best spot to find the precious gems. Okay, die dunkelsten Tiefen. Sind wir jetzt in den dunkelsten Tiefen? Da geht's hier irgendwo runter in die dunkelsten Tiefen. Leute, wir haben's gefunden. Jawohl. Wir haben die dunkelsten Tiefen entdeckt. Oh, meine Herren. Das haben wir doch lange gesucht. Ich baue mich jetzt hier mal runter. Und wenn wir ein bisschen überziehen, Leute, dann ist mir das egal. Wir gehen jetzt runter in die Tiefen. Koste es, was es wolle. Und pack dir die. Dann geh noch einmal kurz hoch. Einmal kurz hoch gehen, bitte. Ach so, ich drück die falsche Taste, sorry. So, Fackel schnappen, wir wollen noch was sehen. Mann, sieht das gut aus mit den Schatten hier wieder. Ich liebe das.
Jetzt müssen wir nur schauen, wie kommen wir hier am geschicktesten nach unten. Ich würde fast behaupten, ich baue mir auf die gegenüberliegende Seite. Na, das wird jetzt natürlich interessant. Hier einzeln und hüpfe dann geschickt hier rüber. Leute, das mit dem geschickten Hüpfen, das kann uns ganz, ganz böse die Beine brechen. Das wisst ihr. Und dreh das mal. Dann kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Ich versuche das mal nicht allzu unclever zu bauen. Mann, ist das tief. Leute, guckt euch das an. Leute, ist das tief. Ich habe so ein bisschen Gruselgefühle, muss ich sagen. So, komm, hau hier nochmal irgendwo eine Plattform dran. Nicht allzu weit weg. Rickelig, ja. Aber es geht. So ein bisschen höher und spring rüber. Aber nicht zu weit. Sitzt das gut? Von hier aus kommen wir gut hier dran. Sieht soweit prima aus. Ich habe noch eine klitzekleine Idee. Ich würde mir gerne... Mal her, gucken wir, ob das geht. Na? Hackeln hier an die Wände bauen, damit es nicht allzu duster ist. Komm, noch eine nach hier. Ja, dann haben wir hier schon mal ein kleines bisschen Licht beim Klettern. Leute, das kostet zwar alles Zeit, aber ich denke, das schadet nicht. Sind das Spinnennetze, Leute? Dunkler Minenschacht. Schwede, wir haben es, glaube ich, gefunden. Ich habe ein klitzekleines bisschen Angst. So, hier nochmal. Dreh dich. Dreh dich. Wir müssen das ja vernünftig bauen, damit wir hier vernünftig hoch und runter können. Und ich hätte am liebsten Material für eine... Na, aufzubauen. Für einen Kartentisch dabei. Habe ich wahrscheinlich nicht, aber ist nicht so schlimm. Hier sind viele Spinnennetze. Leute, mich gruselt's. So, mach dir direkt ein bisschen Licht. Und dann pack dir mal die Spitzhacke. Was können wir denn hier alles abbauen? Stein, das nicht. Das nicht. Leute, wie sieht das denn hier aus? Ist das euer Ernst? Okay, aber noch sehe ich hier nichts. Ach so, hier ist was. Hier. Granit und Edelsteine. Kostbare Edelsteine. Komm, stimm dein Lied an. Dann ist das Happy einfacher. Swept through Casa Doom, a terrible day have she. If a dragon swept through Casa Doom, a terrible day have she. I'm a feisty fool with an empty fork, and if she would not flee, I'd probably... Nope. Two for dinner for me. Ja. Ja. Kannst du laut sagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir hier richtig? Und hier ist noch was, ne? Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Wir bauen uns mal hier durch. Krass, Leute. Ich habe ja mit allem gerechnet, nur nicht, dass wir diese Tiefen finden. Ich habe das auch komischerweise immer woanders gesucht. Aber gut. Schön. Was haben wir jetzt bisher davon gehabt? Gefühlt noch gar nichts. Gut, dann klettern wir noch ein bisschen hoch. Vielleicht sind wir an der falschen Stelle abgestiegen. Verzweiflung. Ich bekomme Schaden vor Verzweiflung. Nicht euer Ernst. Ist das zu dunkel hier? Lass mal kurz gucken. Zu lange in der Finsternis leben. Zu lange in der Finsternis leben sinkt feindliche. Leute, komm. Ist noch mal ein Brot. Müssen wir hier mehr Licht bauen? Kann ich das irgendwie reduzieren oder müssen wir einfach relativ schnell wieder raus hier?
Ich glaube nicht, dass ich die Verzweiflung damit... Na, was hast du jetzt gemacht? Ach, du sollst hier nicht runterspringen, du sollst hier rübergehen. Eventuell ist hier ein Weg. Das heißt, ich baue mir hier mal schnell ein Brett hin. Auf das wirft mir was glänzt denn da so. Nichts abzubauen. Aber hier drüben, da kommen wir doch rüber, oder? Aber wo und wie? Oh, da sind Spinnen. Da sind Spinnen. Aber ich denke, wir müssen gleich erstmal raus. Das scheint mir wirklich mit der Verzweiflung, wir kriegen wirklich eine ganze Menge Schaden. Also gefühlt. Alles klar. Nein, nein, au, 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 das war knapp, das war knapp. Aber die Alter Schwede, wir sterben hier wirklich an der Verzweiflung. Komm, gönn dir mal. Gib mir nicht, mein kleiner Zwerg. Doch nicht an Verzweiflung, du sollst nicht traurig sein. Sei ein fröhlicher Zwerg. Die Nacht bricht auch noch hinein. Das macht's ja nicht besser. Komm, hoch, hoch, hoch. So, was ich auf jeden Fall jetzt machen werde... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Wir müssen gleich mal kurz gucken, was uns die Zeit so sagt. Leute, 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 raus hier, raus hier, raus hier. Ich bin gleich tot. Ist noch mal schnell. Komm, ist noch mal schnell. Nein! Na gut, kein Problem. Wir haben ja irgendwo geschlafen. Okay. Psst, Verzweiflung weiche. Übel, übel, übel. Ich hätte gedacht, ich kann mich da unten länger aufhalten. Aber das ist ja krass. Leute, guck mal. So, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Abenteuer ohne Equip. Ich hole gleich Ofsky noch meine Klamotten zurück. Und beim nächsten Mal bauen wir uns unten einen Kartenstein. Ich werde alles dafür einpacken, was wir brauchen. Dann bauen wir uns einen Kartenstein, damit wir uns immer wieder runter teleportieren können in die Tiefen. Vielleicht mache ich... Ja doch, ich denke, das bauen wir irgendwo da unten hin. Und dann schauen wir uns in diesen dunkelsten, dunklen Tiefen noch einmal näher um. Leute, das wird spannend. Ich freue mich drauf, in diesem Sinne. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Unterstützt meinen kleinen Kanal beim Wachsen. Wir müssen weiter wachsen. Es stagniert gerade ein bisschen, aber das muss weitergehen. Kommentiert fleißig weiter. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Euer GameBro.